zurück an den Postberg. Nach 14 Jahren haben die Hockeyherren den erstmals wieder den deutschen Meistersiedlerbefehl gewonnen. Und das hoch mit ihm. Im Finale besiegten wir den Gegner von mit 5:1. Und jetzt, damit gehen wir in die unglaubliche Erfolgsgeschichte. Die geht damit weiter. Ja? Es war bereits der vierte große Titel in den vergangenen 15 Monaten. Und heute Abend, Leute, sind die Helden zu Gast bei... So ist es. Herzlich willkommen, aber auch von mir an Uli, du Maschine. Und ich grüße meine Mami auch zu Hause. Sie hat ein schwarz-gelbes Herz. Und wen grüßen wir heute Abend? Die Herren des... Und damit herzlich willkommen, Jungs! Schön, dass ihr da seid! Entschuldigung, ich krieg gerade noch eine Regieanweisung. Regie sagt, wir brauchen ein bisschen Stimmung. Ich würde vorschlagen, wir machen Kanon. Linke Tribüne, rechte Tribüne. Wir fangen an mit... an. Einmal aufstehen, hier ist Stimmung, das Studio platzt aus allen Nähten, zieht uns nervös, da würde ich gerne mitmachen, muss auf der Couch sitzen, aber wir sagen... Zava, vielen, vielen Dank. Einmal noch, wenn Zava möchte. Er ist Chef heute. Er möchte, das war die falsche. Das war die falsche. Ja. Zava, vielen Dank, Jungs und Mädels. Überragend. Überragend, Zafakir, vielen Dank. Ich glaube, ich muss auch gar nicht mehr hier sein. Zafakir könnte das alles machen, die ganze Sendung. Der Entertainer schlechthin vom HTRC und wir freuen uns wirklich, dass Sie alle hier sind. Die Helden, wie eben schon gesagt, vier große Titel in den letzten 15 Monaten. Die Hamburger Sportmannschaft der Stunde und der letzten Monate. Ein Traum, heute sind Sie alle hier und wir feiern so richtig, oder? Und ihr seid so gut drauf, das ist bombenmäßig. Und ich habe drei Jungs gefunden, die sich bereitstellen zu reden. Auch wenn sie gar nicht mehr so richtig reden können, obwohl der Präsident sieht auf dem Acker, natürlich, selbstverständlich. Dazu Tobi Hauke, Tobi Walter, der Keeper. Einmal ein Riesenapplaus, dass die drei sich hier getraut haben. Beim HDAC hat man sich das ja einfach gemacht, da heißt ja eigentlich fast jeder zweite Tobi. Ne? Aber der Trainer ist auch ein. Wo ist eigentlich der Trainer?
Zieh du? Der hat heute frei. Der hat frei heute. Er hat gestern sehr lange gefeiert. Er hat sehr lange. An Christoph Bechmann auch mal einen kleinen Applaus an Christoph Bechmann. Der Trainer, er guckt von zu Hause, vielleicht aus der Badewanne, er muss sich erholen von den Feierlichkeiten. Ja, ich freue mich, dass ihr drei hier vorne sitzt. Zito, wie lang ging es denn gestern Nacht oder heute Morgen oder gab es überhaupt eine Pause beim Feiern? Ihr seht ja wirklich relativ fit aus. Ja, ich glaube, das ist pure Adrenalin, was einfach nicht aufhört. Also es wurde um halb vier wurde es leerer. Okay. Aber ich glaube, heute Morgen um 7 Uhr waren schon wieder die ersten Lampen an und dann wurde auch wieder weitergefahren. Also eigentlich war es durch. In der Zeitung war zu lesen, Tobi Hauke musste arbeiten um 8 Uhr, aber ich glaube, es war eine Ente, oder? War eine Ente, ja. Hast frei bekommen? Passiert ja ab und zu in der Zeitung. Achso, okay, ja, hast frei bekommen. Vom HSV, da gibt man auch mal frei, das ist auch richtig so. Tobi, du siehst, muss ich sagen, natürlich blendend aus, trotzdem am müdesten von allen. Wie lange ging es denn bei dir? Oh. Gute Frage, weiß ich nicht. Hast du geschlafen denn? Ich habe geschlafen, ja, 3-4 Stunden. Okay, vielleicht. Ja? Ich meine, jetzt bist du topfit hier. Ja, absolut. Ja. Bestform gerade. Bestform gerade. Werden wir gleich unter Beweis stellen. Wir werden natürlich alles Revue passieren lassen, diese Endrunde, eure Erfolgsgeschichte und. Also hier gibt es eindeutig Solidarität. Von der Mannschaft der Stunde vom HTAC mit dem HSV. Klar, ganz Hamburg hofft natürlich, dass der HSV den Supergau, den Abstieg verhindern kann. Richtig gute Stimmung beim HTAC. Ich habe die Jungs eben höchstpersönlich in Empfang genommen. Bin auf eine muntere Truppe gestoßen auf jeden Fall und habe mit meinem Handy folgendes Video aufgezeichnet. Es gab ein Versprechen und ich glaube, sie haben es gehalten. Gucken wir mal rein. Das morgen immer treffen. Okay, ciao. Ciao. Und wer rastet gleich im Studio aus? HTRC! 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 Hier also auch auf der roten Baumchaussee, das war eben vor wenigen Minuten der große Anpeitscher und ich habe es jetzt aus der Regie gehört, die 100 gerufenen Polizisten sind jetzt auch wieder zurück, die Straße ist wieder freigegeben, nachdem der HTRC sie geentert hat, also auch Bombenstimmung vor dem Studio und jetzt natürlich drin. Jetzt wollen wir uns mal die Bilder von gestern anschauen. Es war ja ein spannendes Finale, kann man nicht sagen, dafür war es zu deutlich, zumindest hinten raus für den HTRC. 5:1 gegen Rot-Weiß Köln. Wir wollen uns anschauen, wie es dazu gekommen ist. Der Kollege Nico Pomarenke fasst für uns zusammen. Der HTHC fokussiert. Vor diesem prestigeträchtigen Finale ist die Anspannung spürbar. Historisches können sie schaffen. Als erstes Team überhaupt das Double aus Euro Hockey League und Meistertitel perfekt machen. Doch dabei geht es gegen keinen geringeren als Rot-Weiß Köln, Titelverteidiger und sechsmaliger Champion. Die Gelb-Schwarzen von der Barmbeker Straße müssen schon länger darauf warten. 96, 98 und 2000 gewannen sie bereits den deutschen Meistertitel auf dem Feld. Also nichts wie rein ins Spiel. In Sachen Anhang liegen ganz klar die Hamburger vorne. Unglaublich, wen die alles mobilisiert haben. Am Anfang egalisieren sich die starken Teams. Viel vom Spiel findet im Mittelfeld statt. Doch der erste Treffer fällt auf der Gegenseite. Moritz Tromperz mit der argentinischen Rückhand. 0:1. Nur Augenblicke später wieder eine Chance für Köln. Aber Tobias Walter ist da. Schöne Parade für den Mann, der im EHL-Finale vor 2 Wochen noch als MVP ausgezeichnet worden war. Der HTRC kurz vor der Pause etwas aktiver als Köln. Benny Stanzel auf Moritz Polk. Und der trifft. Ausgleich Sekunden vor der Pause. Ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Ja!
Halbzeit am Wesselbleek. Zwei Bälle fanden bisher den Weg ins Tor. Da geht aber noch mehr. Versprochen. Direkt rein in Hälfte 2. Tobi Hauke bringt hier den Ball in den Kreis. Die ganze Anlage scheint es zu fordern. Und die Schiris pfeifen. Fuß, die überhaupt erste Strafecke. Erst in Minute 46. Tobi Hauke legt ab. Tobias Lietz mit dem Schuss. Spiel gedreht. Havestehude jetzt am Drücker. Köln findet kaum noch statt. Hier verhindert Rot-Weiß-Schlussmann Viktor Ali Schlimmeres. Die anschließende kurze Ecke. Und es brennt lichterloh. Gegenüber jetzt auch eine Ecke für Köln. Aber knapp vorbei. Jetzt ist es hier richtig spannend. Hauke leitet einen Angriff ein. Polk bringt die Kugel in den Kreis. Und da steht Tobias Brockmann 3:1. Riesenjubel bei den Fans. Für die Mannschaft Timeout. Was für eine Entschlossenheit. Und sie können sogar noch einen drauflegen. Abermals Brockmann macht hier den Deckel drauf. Noch anderthalb Minuten auf der Uhr, aber keinen hält es auf den Sitzen. 4:1, der Meistertitel ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Der Österreicher Michael Körper setzt mit dem Schlusspfiff noch einen drauf. 5:1, der HTHC fertigt Rot-Weiß-Köln ab und ist erstmals seit dem Jahr 2000 wieder deutscher Meister auf dem Feld. Ja, also ich denke, es ist nach, glaube ich, jetzt 14 Jahren wieder der erste Feldtitel für den HTRC. Und ich einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich denke mal, man hat auch gesehen in den letzten Jahren, dass die Mannschaft immer weiter nach vorne kommt. Wir hatten immer auch bittere Niederlagen, letztes Jahr im Halbfinale zum Beispiel. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, auch für die letzten Jahre einfach belohnt, für die ganzen Läufe, die wir gemacht haben, für jeden Tag, dass wir auf dem Hockeyplatz stehen. Es ist mit Worten gar nicht zu fassen. Also was wir hier abgeliefert haben in den letzten 4 Wochen, ist unbegreiflich. Also wir haben ja einen Durchmarsch gemacht durch Europa, jetzt durchs Halbfinale, durchs Finale. Wahnsinn. Also ich meine, mir fehlen die Worte. Es ist einfach grandios. Bei der Siegerehrung strahlende Gesichter. Ein unglaublich starkes Team voller Siegertypen, aus dem einer oft raussticht. Welthockeyspieler Tobias Hauke, der sich mit Schwester Franziska ganz besonders freute. Ja, ich kann das noch nicht ganz begreifen. Das ist natürlich das Größte, was man erreichen kann. Und ich bin völlig überwältigt, noch total leer im Kopf, aber total stolz auf meine Mannschaft. Ihr sammelt Titel. Wann ist das eigentlich mal ein Ende? Also. Ja, ich hoffe gar nicht. Ne? Aber ist doch klar, dass es nicht so weitergehen wird, ist uns auch ganz bewusst. Aber wir haben das jetzt geschafft, innerhalb von 15 Monaten alle 4 Vereinstitel zu sammeln, die es gibt. Und werden jetzt den Sommer genießen, der zum Glück lang ist. Und dann fangen wir wieder von neun an und werden weiter hungrig sein. Sie trugen sich gegenseitig auf den Schultern und den Pokal in den Händen. Die Feierlichkeiten gingen übrigens noch bis spät in die Nacht weiter. Yeah.
Dankeschön, Freunde. Ihr seid weiterhin gut drauf, aber wir haben es auch gesehen. Völlig zu Recht. Ein Supersieg. 5:1, Zito. Der klingt deutlich am Anfang. Wir haben es aber gesehen. Ein bisschen Mühe hat er schon gemacht, oder? Also ich finde, wir sind natürlich auch 0-1 wieder mal gestartet. Das war eigentlich für uns schon fast ein gutes Omen. Ich glaube, die letzten 5 oder 6 Spiele lagen wir, glaube ich, alle 0-1 hinten. Da sieht man aber, wie stark die Mannschaft ist und dass sie dann eben auch diesen Kampf aufnimmt und fightet. Bis zum Ende der ersten Halbzeit dann gleich den Ausgleich. Dann sind wir gut, glaube ich, aus der Kabine rausgegangen. Und man sieht einfach der Mannschaft an, dass sie einen absoluten Siegeswillen hat. Und wenn man das noch einmal Revue passieren lässt, zum letzten Jahr, da hatten wir eine Lehrstunde gegen Köln. Da haben wir im Halbfinale verloren, sind da gegen eine Mauer gelaufen, kamen nicht an. Und am Ende muss man sagen, das 5:1 war auch verdient. Ja, in der Höhe letztendlich. Ja. Dann habt ihr dazu auch noch den besten Spieler mit Tobi Hauke, mit Tobi Walter, den besten Keeper auch geehrt. Tobi, ich weiß, du bist ein bescheidener Mensch. Wir zeigen trotzdem mal noch eine Szene von dir. Denn du bist ja auch schon beim Triumph. Wir haben hier vorne auch den Champions-League-Titel quasi, EHL-Pokal. Den habt ihr auch mal eben Ostern geholt. Da warst du auch schon Man of the Match of the Turnier. Wir wollen mal hier eine Szene gucken. Du bist schon gut drauf im Moment, oder? Ja, ist okay, aber... Ja, ich denke, das ist auch einer extrem guten Mannschaft geschuldet. Das heißt, gute Vorderleute vor dir, oder? Ja, nicht nur die Abwehr, sondern Sturm, Mittelfeld, alle, die dazugehören. Ja, ist ja immer schwierig, über sich selbst zu reden. Tobi, was würdest du sagen? Was zeichnet ihn aus? Was macht ihn derzeit so stark, dass er wirklich einer der stärksten Keeper in Deutschland ist? Ja, ich glaube, dass er einfach Spaß hat, in dieser Mannschaft zu spielen. Dass ihm der Sport Spaß bringt und das merkt man ihm einfach an, dass er auch tierisch gelassen eigentlich im Tor steht und weiß, worauf es ankommt in seinem Job. Und deswegen hat er auch vollkommen zu Recht in den letzten Wochen viele individuelle Preise abgesahnt. Aber nichtsdestotrotz, diese individuellen Preise sind einfach nicht das, worum es geht, sondern es ist einfach wichtig, dass wir so einen wie Tobi bei uns im Tor haben, weil er die Ruhe ausstrahlt, die sich auf die ganze Mannschaft auswirkt. Und das hat uns dieses Jahr stark gemacht. Und dafür sind wir ihm alle sehr dankbar. Und wenn er so weitermacht, dann wird er mit Sicherheit auch. Der Jungs, sag mal, der Bundestrainer, ich glaube, der braucht noch mal so einen Hinweis von euch. Ne? Wer soll denn mal ins Nationaltor? Hoffen wir, dass der Markus Weise das auch gehört hat, ne? Zu Hause auf dem Sofa oder auch in der Badewanne vielleicht. Wie Christoph Bechmann auch. Gucken uns ja alle zu. Wir machen eine kurze Pause, gleich mehr zur Erfolgsgeschichte des HTAC. Die räumen ja im Moment alles ab. Woran es liegt, was euer Erfolgsgeheimnis ist, das ergründen wir gleich. Kurze Pause, dann geht's weiter hier bei der zweiten Teil. Ihr dürft gleich noch weiter singen. Zafer, versprochen. Versprochen. Also ihr dürft gleich noch weiter singen. Versprochen. Wir wollen doch eure Erfolgsgeschichte ergründen. Dafür bräuchte man ja eigentlich 3 Stunden. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. 3 Tage. Aber einen kurzen Abstecher auch noch. Zito, eigentlich wollten wir heute einen Doppelerfolg feiern. Die UAC-Damen sollten auch hier sein, auch mit dem Titel. Ich weiß nicht, habt ihr es verfolgen können, das Spiel? Wir haben Bilder nochmal vorbereitet. Die haben gegen Rot-Weiß Köln gespielt, die auch haben geführt 3:1. Wir haben ein paar Bilder, glaube ich, vorbereitet. Haben dann noch 2 Dinger kassiert und haben dann ganz, ganz bitter im 7-Meter-Schießen verloren. Zito, hast du es verfolgen können? Ja, also wir haben es gesehen und es ist schon bitter, weil die müssen den Sack zumachen bei 3:1 und dann der Lattenkracher, da war eigentlich schon ein bisschen die Überheblichkeit drin und das ist, glaube ich, die bitterste Niederlage, die man haben kann. Dann im 7-Meter-Schießen dann auch so viele Egalitäten und dann am Ende rausfliegen als Ausrichter ist hart. Ja. Tobi, du warst ja mit quasi 2 Herzen in der Brust dabei, gedanklich, weil deine Schwester bei Rot-Weiß Köln gespielt hat, die Franziska. Aber hast du ihr schon gegönnt, ne? Ja, klar. Schwester geht davor, oder? Ja, klar, also ist ja keine Frage. Ich meine, ich
freue mich natürlich, wenn andere Hamburger Vereinsmannschaften erfolgreich sind, aber in diesem Fall gab es keine Frage. Ich habe mich sehr für Rot-Weiß gefreut und für meine kleine Schwester natürlich ganz besonders. Ja. Franziska Hauke. Eine Spielerin, da sehen wir sie, glaube ich, auch Jana Teschke hat nicht getroffen. Da gibt es, glaube ich, hier Verbindungen. Vielleicht Tobi erklären. Haben wir mal ein Mikrofon? Safa, wir brauchen das Mikrofon. Wo ist das Mikrofon? Das war an den Moritz Polk. Das ist ja der Freund. Das ist der Freund von der Jana. Moritz, du hast natürlich den UAC-Damen die Daumen gedrückt, ne? Wie war sie denn? Aber die Jana hat ja nun wirklich schon viele, viele Tore auch gemacht für den UAC. Jetzt war es bitter. Wie war sie drauf abends? Konntest du sie trösten? Dann ging es gut. Und hat sie trotzdem auch mit dir dann noch gefeiert? Ja, sie hat dann auch ordentlich mit uns gefeiert. Okay, sehr schön. So soll es sein. Moritz Polk also auch bei uns. Gruß natürlich auch an Jana Teschke. Ich höre gerade, wir haben noch, alles mal verschieben wir alles, ne? Tobi Walter hat nämlich die Regie mit mir übernommen jetzt. Er hat schon, weißt, wir sind unter Zeitdruck, ne? Ein bisschen. Wolfgang, wir haben ja gleich noch ein Lied dran. Genau, wir wollen einfach mal wissen, was wir jetzt mal machen, damit wir auch zeitlich hinkommen. Okay, der Chef hat Ruhe gesagt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Joanna, wir sind gleich wieder drauf. Sehr gut. Sehr gut, Freunde. Weiter in das Studio. Festen Hand des HTAC, der Mannschaft der Stunde. Zaffer, wo bist du denn da? Ja, im Rücken. Er ist gefährlich. Er hat den Rücken. Er macht Liegestütz. Wir wollen über eure Erfolgsgeschichte sprechen. Und ich glaube, ein Mann kann das gut beschreiben. Tobi Hauke, der eine Zeit lang, wie lange eigentlich schon beim HTAC ist? Seit Kindheit, also seit 25 Jahren? Ich bin mit der Geburt eingetreten, ist jetzt 26 Jahre her. Ja. 26 Jahre, ein Urgestein quasi. Das heißt, du hast aber auch die schwarzen Stunden miterlebt, wenn man so beim Abstieg davon sprechen kann. Vor 5 Jahren war es ja ungefähr, seid ihr mal runtergegangen. Dann wieder hoch und jetzt, 4 Jahre später, diese Erfolgsgeschichte. Kann man das irgendwie beschreiben, woran es liegt? Glück ist es ja nicht, das ist ja schon harte Arbeit vom Team und vom Umfeld, oder? Ja, ich glaube, also beschreiben, wie das funktioniert, also ein Rezept dafür gibt es, glaube ich, nicht. Aber man kann das, glaube ich, bei uns ganz gut erkennen. Wir haben jahrelang, Ende der 90er Jahre waren wir ja auch schon sehr erfolgreich, haben danach ein bisschen darunter gelitten, dass damals auch wirtschaftlich nicht alles ganz so sauber abgelaufen ist, wie man es vielleicht für eine langfristige Planung einfach braucht. Und haben dann angefangen, einfach jetzt auch schon vor unserem Abstieg einfach ein neues Konzept zu fahren mit jungen Spielern, die langfristig bei uns bleiben wollen und auch langfristig vielleicht studieren in Hamburg. Und wenn man unsere Mannschaft jetzt sieht, die jetzt Deutscher Meister geworden ist, ERL-Sieger geworden ist, Hallendeutscher Meister und Hallen-Europacup, dann sieht man und merkt man, glaube ich, auch, dass viele von den Jungs auch schon lange bei uns sind. Und das ist das Geheimnis. Wir wollen gute, junge Leute bei uns haben, die Lust haben, erfolgreich Hockey zu spielen, die lange in Hamburg bleiben wollen und die mit uns gemeinsam den Weg gehen wollen. Ja, Jungs. Fragen, wieso ist eigentlich Tobi Lietz den ganzen Tag heute noch keinmal aufgestanden? Hat er entweder 4,5 Promille, ist er müde oder? Tobi, was ist denn los mit dir? Tobi, du hast dich überhaupt noch gar nicht bewegt heute, oder schläfst du? Keine Energie mehr. Ja, ich bin noch ein bisschen müde, leider. Du bist fast zu müde? Ja, leider. Ja, okay, einer darf auch sitzen bleiben. Ich muss mich halt noch ausruhen für heute Abend, deswegen. Ach, geht ja noch weiter, ne? Geht ja noch weiter. Also wir haben es gehört, eine eingeschworene Truppe seid ihr, Zito, im Umfeld. Habt ihr denn
Ich meine, das ist ja wie ein Plan, der so in Erfüllung gegangen ist. Habt ihr immer dran geglaubt oder gab es auch Baustellen, wo man sagte, ups, vielleicht geht es hier nicht weiter, weil das ist ja wie so eine, wie im Traum alles gelaufen. Ja. Also ich glaube es gibt mehrere Punkte. Zwei, so muss man hervorheben. Als wir abgestiegen sind, da hatten wir Büdi als Trainer und der ist also auch ganz, ganz wichtig für die Mannschaft zu dem Zeitpunkt gewesen. Weil es auch so ein HTRC-Urgestein, also man kann das so, Büdi und Tobi, das sind so die Ikonen vom HTRC, der hat uns damals irrsinnig geholfen. Und was einfach so den Spirit, glaube ich, ausmacht. Und das merkt man auch heute, das ist ja nicht gespielt, sondern wir haben wirklich einen sehr starken Zusammenhalt. Wir sind schwarz-gelb und wir sind ganz viele Kinder, die eben auch uns unterstützen, viele Jugendliche, die Eltern machen mit. Also wir haben, glaube ich, wirklich ein aktives Clubleben. Das hat man gestern gemerkt, das hat man dann ganze Wochenende gesehen. Die gelbe Wand war deutlich, deutlich präsenter als die anderen Wände. Freuen keine und Namen, ne? Genau. Und das ist aber ja eben, glaube ich, auch das, was Spaß macht, mit dem HTRC zu arbeiten. Wobei, genau, wir wollen ja auch objektiv bleiben, sind natürlich gerade als Hamburg 1 allen Hamburger Clubs offen und positiv gegenüber und freuen uns natürlich jedes Mal, wenn eine Hamburger Mannschaft einen Titel gewinnt. Nun seid ihr es zum vierten Mal schon in den letzten 15 Monaten. Tobi, wenn es so heißt, toller Teamgeist, eine Einheit, verschworene Einheit, seid ihr wirklich alle Freunde oder sind da auch so ein paar Spinner dazwischen? Auch Ex-Freunde. Sind da auch ein paar dabei, wo man sagt, der könnte auch mal wechseln? Nein, das will ich nicht sagen. Ich weiß ja, ein paar Ex-Freunde sind dabei, aber das gibt sich. Ja? Jetzt habe ich heute gelesen, dass es Spieler eventuell gibt, die den Verein verlassen. Vielleicht brecht ihr auseinander, weil ihr nur diese Erfolgsgeschichte habt. Ja, ne? Zito ist doch nicht so, oder? Nein. Was ich feststelle, ist, wenn man so erfolgreich ist und dann die Titel und das weckt Begehrlichkeiten. Also klar müssen wir im Vorstand jetzt deutlich unsere Hausaufgaben machen, denn irgendwie müssen wir natürlich auch was zurückgeben, das ist ganz deutlich. Klare Ansage auch vom Trainer und vom Spielerrat, wir brauchen 2-3 Verstärkungen. Daran arbeiten wir, aber es wird uns keiner verlassen. Keiner verlassen. Das ist gut. Keiner wird den HTRC verlassen. Nur damit ihr es auch hört, ne? Niemals. Genau. Leben lang. Schwarz und gelb ein Leben lang. Schwarz und gelb ein Leben lang. Schwarz und gelb ein Leben lang. Ein Leben lang. Schwarz und gelb ein Leben lang. Schwarz und gelb ein Leben lang. Das ist. Also Freunde, ein Präsident kann sich nichts Besseres wünschen. Das waren lauter Vertragsunterschriften für das ganze Leben die Stars beim HTRC. Das ist ja mal eine Sensation. Wir haben noch 3 Minuten 54. Der HSV heute ein großes Thema bei uns. Alle hoffen natürlich, muss Ihnen aber sagen, dass der HSV die Klasse hält. Jetzt ist es soweit, dass der Tobi Walter schon mit unserer Dame in der Regie, der lieben Kollegin Joanna, flirtet. Deswegen muss ich schnell dazwischen gehen. Und ich würde sagen, das Safa, du hast da oben so 2 Minuten 42 hast du noch. Lass die Bude beben, Jungs. Nochmal vielen Dank auch Mädels, dass ihr hier seid. HTRC, geile Truppe, geiler Erfolg. Viel Erfolg weiterhin. Safa, bitte. Erstmal bitte alle aufstehen. Uli, du musst auch aufstehen. Marco, aufstehen. Kammertrieben steht sowieso. Ich brauch. Tito, aufstehen. Hauke, Walter, aufstehen. Also, ich brauche auch eine kleine Motivation, ja? Und ich frage euch ganz ehrlich: Los, warum geht's. Sind wir heute hier? Zapper hier, Zapper hier. Warum sind wir alle hier? Zapper hier, Zapper hier. Sehr gut. Okay, Uli, komm her. 1,55 nur noch. Kein Problem, Uli. Du bist heute mein Co-Kommentator. Herzlich willkommen im HTRC TV. Du bist heute eingeladen, das Clubhaus abzureißen. Stark. Zito hat gesagt, wir sind versichert. Also du darfst alles machen. Oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hamburg 1 ist eingeladen. Alle mitkommen, in der Maske. Die Praktikanten, die Azubis, alle. Ihr müsst mitkommen. Weil wir machen jetzt alle kurz die Hände nach oben. Und jetzt sind wir leise. Schweigesekunde, genau 3 Stück. Zito, du auch. Du hast nur noch 1,30, Sava. 2 ist genug Zeit. La, 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 la. Weiter! La, 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 la
möchten alle danken. Wir haben 22 Spenden bekommen für Literfeste, unter anderem Förderverein, Marketing GmbH, Freunde des HDRCs, Liebhaber des HDRCs, alle, die ein schwarz-gelbes Herz haben, wir danken euch alle für eure Unterstützung. Macht nichts, Uli, wir haben noch Zeit genug. Und ich würde sagen, Facebook, erste Herren, liken und alles machen. Digga, noch 20 Sekunden jetzt machen, aber was? Aus, ja! Deutscher Meister!